Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Ich sehe dich gut. Werde ich, Bobby, hoffentlich. Haben wir gestern wieder einen Krank komplettiert, deswegen bin ich wieder guter Laune. Nicht, dass es heißt, dass ich heute, dass heute mir so fast egal ist, ob ich fail, aber ja. Wenn man halt nur failt, dann geht die halt die Laune weiter runter, bis man sich halt dann wieder freut, klar. Genau, das macht's ja aus. Ja, irgendwann muss ich diese ganzen Blockrennen spielen. Das sind für mich halt immer so, so eine Mischung aus 3 und 4 Rundenrennen. Also 3, wenn man lange mit den Restbewegungen arbeitet und 4 relativ sicher. Oder wenn man halt schafft, den einen letzten Block dann direkt zu greifen. Na, das haben wir auch wieder da. Aber ich habe mal ganz kurz... Nee. Oh, ja. So, sorry Leute, ja, mein Wecker steht immer so um 10 Uhr. Und ja, heute bin ich ein bisschen früher aufgestanden, habe dann vergessen, ihn auszumachen. Ja, furchtbar. Ja, aber er soll ja auch wecken, deswegen ist er auch laut. Aber okay. Ach ja, der Art von Kran hier. Ja, das ist auch einer von diesen Mario Kart-Kränen, generell alles mit den Köpfen. Die habe ich noch gar nicht gespielt, weil ich mich gar nicht erst getraut habe. Genauso wie die hier, die brauche ich halt ganz versuchen. Keine Lust. Ansonsten ist aktuell nicht so wirklich viel da, wo ich sagen könnte, ich hätte jetzt Bock drauf irgendwie. Na, Mario Party, aber die sind beide auch komplett. Den könnten wir komplettieren, ja. Das wäre eine Idee. Und auch praktisch, dass der nochmal da ist. Und zwar, da kann ich euch mal ganz kurz was erzählen. Und zwar, das ist der einzige Kran, also da hat mich die Jessica drauf aufmerksam gemacht. Und zwar, dieser Kran hier hat auch nur eine einzige Kategorie. Und zwar, alle diese Marken gibt es halt nur in dem, ja, in der Kategorie. Und es gibt noch einen anderen, wie den hier. Aber bei dem hier, der hat die Kategorie bei Majora's Mask. Weil diese Marke hier dieselbe Marke ist wie eine von Majora's Mask-Rennen. Also, dass sie halt, wenn man, ja, wenn man den jetzt hier spielen würde, dann bräuchte man den bei Majora's Mask nicht holen. Und zwar ist es mit der Eisfläche unten, wo halt der, Deko-Link, der Krone, Deko-Link, Zora, dann der Krone und ganz, die Marke ist dann hier ganz links. Heißt, die bräuchte man dann zum Beispiel nicht mehr greifen, wenn man den Kran hier schon mal gespielt hat. Also dass man den anderen, wenn man Deko, Zora und Krone hat, dass man den dann nicht mehr spielen braucht. Zumal auch eher im anderen Kran mit 2 Griffen gegriffen werden muss, soviel ich weiß. Also nur so zur Info, ist auch praktisch gewesen, dass er gleich da ist. Ist vielleicht auch interessant für Stefan Kraus, weil der hat, er erstellt eine Liste für sich, wie viele Kräne es insgesamt gibt, oder Sets eher gesagt, und wie viele Marken an sich. Und ja, der hier hat auch wie beim Katzen Mario nur ein Set. Also nur so zur Info. So, ansonsten sind wir wieder am Anfang und gut, dann gucke ich mal durch, was ich noch wirklich spielen will, also bis gleich. So, ja, Leute, es wird dieser Kran sein, einfach, ja, weil er sich anbietet zum Komplettieren. Und diesmal mache ich nicht den Fehler, ich versuche zuerst den Link zu greifen, sondern zuerst das Schwert, dann den Taktstock und dann den Link. Oder halt Taktstock, Schwert und dann Link, also dass Link zum Schluss gegriffen wird. Weil ich hätte den Link schon längst haben können, aber den hat sich beim letzten Mal gut gegriffen und der ist dann am Taktstock hängen geblieben und, ja, ist dann nicht ganz so toll gewesen. Ich bin jetzt nur überlegen, ob ich zuerst den Taktstock oder zuerst das Schwert greifen soll. Wobei sich eigentlich das nicht viel gibt in dem Sinne, würde ich mal sagen. Ich hole das Schwert zuerst. Na, und wenn das fehlen sollte, dann, ja. Na komm, greif das Schwert ohne Link. Okay. Und die Kraftanbänder wären beinahe mit rechts gerutscht. Ja, und so hatte ich es halt auch beim letzten Mal. Und dann habe ich mir halt direkt die, wollte ich mir den Link greifen. Und habe dann halt festgestellt, dass er am Taktstock hängen bleibt. Problem am Taktstock ist halt, dass er so mit der Spitze nach oben geht. Und ich jetzt nicht weiß, ob ich ihn jetzt mittig greifen soll oder am Rand. Dass er halt ihn entweder seitlich rauszieht oder halt wirklich mittig nach oben. Weil ihr seht ja die Form, dass der halt vielleicht links und rechts abrutschen kann. Ich hätte es vielleicht doch zuerst greifen sollen. Ich greife trotzdem mittig. Ja, ich greife trotzdem mittig, weil nicht, dass er sich verbiegt irgendwie beim Hochheben. Na, hat schon ein bisschen reingestochen. Ist ja fast wie ein eigenes Schwert, aber gut, er hält es fest. Alles klar. Ja, dann müssen wir beim Training nur noch eine Runde bekommen und dann denke ich doch, dass ich den Link bekommen kann, weil selbst wenn er an den
hier hängen bleibt, die werden dann eher hier reinrutschen und dann würde er ihn drüber heben. Also sie sind kein Hindernis, würde ich mal sagen. Wäre zumindest wünschenswert. Dumm ist halt nur, man muss halt immer wieder das Schwert weggreifen, damit man an den Link drankommt. Heißt, es sind dann immer 3 Runden. Aber man muss es ja auch so sehen, für heutzutage, wenn wir 2 Runden übrig sicher haben, kann man ja sagen, 3 Runden ist wie damals 1 Runde, so gesehen. Dann sehen wir uns beim Training. Hier ist das heutige Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Muss es denn so ein Kran sein? 5 Marken. Ja, und ja. Oh, ich habe keine Lust. Keine Lust auf diesen Kran. Wobei ich jetzt bei dem hier vom Aufbau her sagen würde, dass es vielleicht sogar mehr Sinn macht, zuerst hier reinzuwerfen, dass man die Marke dabei lockert und dass sie gleich mit rüber fliegt, als wenn man halt hier reinwirft und die Marke hier vielleicht nach rechts fliegt und dann hier dann die Marken trotzdem übrig bleiben irgendwie. Schwierig zu sagen. Natürlich praktisch, wenn man hier reinwirft und alles so zusammenfällt, dass sie sich gegenseitig berühren, aber ja, ich möchte am liebsten erstmal die Marke hier weg haben, dass die nach unten fällt. Hoffen wir mal, dass es klappt. Na, die. Ui. Ja, das ist halt das, was ich meine. Die Marke, anstatt die nach rechts fliegt, fliegt die nach links. Vermutlich, weil es bei der Explosion hier dran gestoßen ist und dann in die Richtung fliegt, dass das Momentum dann wieder in die andere Richtung ging. Aber ja, ist halt so die Sache bei dieser Art von Kränen. Entweder mal Glück oder mal Pech. Und ich bin jetzt am überlegen, ob ich nochmal hier reinwerfen soll. Ich meine, andere Angriffsfläche habe ich wohl nicht. Hier reinzuwerfen würde wohl nicht viel Sinn machen, weil die Marke, wenn die hier oben explodiert, rutscht die ein bisschen nach rechts. Die wird nach unten gedrückt. Wobei ich mich natürlich jetzt frage, ob die sie hier festgehakt hat. Ich werfe einfach nochmal hier rein. Werde wohl das Beste sein. So, zumindest die eine gefallen, aber es hat sich nicht viel getan. Außer, dass hier vielleicht eine Lücke entstanden ist. Das ist praktisch. Na komm. So, alles klar. Okay, aber die Marke da rechts, links, die will irgendwie nicht. Absolut nicht. Aber gut. Das ist halt auch der Grund. Ich glaube, diese Art von Krähen, da werde ich mich hüten. Ui. Okay. Dass die dann trotzdem noch gefangen ist. Okay. Ja, ich habe halt Angst vor dieser Art von Krähen. Ist halt einfach so. So, nochmal einmal hier in die Mitte werfen. Und die springt immer so komisch nach. Links. Okay. Ist vielleicht doch nicht so ein praktischer Anfang. Aber wir haben zumindest unsere Gratis-Runde zusammen. Das ist die Hauptsache. Und ja, wie gesagt, bei dieser Art von Kram muss ich halt wirklich gucken, dass ich die irgendwann mal spiele, wenn ich mehr als 3 Runden habe. Ich habe den beim Kirby-Kran gesehen, den ich versammelt habe. Leider. So, Bubi, lass uns mal unseren Link greifen. Hoffentlich. So, da ist er. Und ich denke mal, dass ich ihn ganz einfach greifen kann. Und passt dann auch. Hoffentlich. Wie so oft. Na, nicht zu weit. Schön unter der Mütze greifen. So, den müsste er jetzt eigentlich haben, hoffentlich. Na komm. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Sehr schön komplett. Dass die halt nicht unbedingt großartig stören, dass der ihn auch wirklich festhält dabei. Freut mich. Den hätte ich auch schon komplett haben können, aber ja, wenn man halt ausprobiert anstatt... ja gut, ausprobieren gehört eigentlich immer dazu, damit man es halt auch weiß. Weil mit dem Wissen habe ich es ja jetzt komplettiert. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir halt auch wieder was von Wind Waker komplett haben. Würde natürlich lustig sein, wenn wir dann gucken müssen, wenn wir dann auch noch andere Sachen spielen, wie zum Beispiel auch den Kran daneben, wenn wir das komplettieren wollen, und zwar den hier. Weil hier muss man leider die Wolken zuerst weggreifen, weil ich habe den schon mal gespielt. Die Teile gibt es woanders. Und da habe ich halt, das war beim Training, weiß glaube ich sogar, und da hatte ich die Wolken, wollte ich hier nach unten drücken, und er greift eher in die Wolke rein, als dass er den Block nach rechts schiebt. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Aber gut, dann gehen wir nochmal zur Sammlung. Und da haben wir unseren Taktstock schwingenden Link. Schön in der Mitte, ist zwar ein relativ Standardbild, sage ich mal. Einfach nur mit den Items, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich möchte mal ganz kurz gucken, wie weit ich schon bei den Marken bin. Weil es ist immer so, dass ich halt ein bisschen länger brauche, bis ich die wieder komplettiert habe. Und dann vergesse ich immer, wie viel Prozent ich erreicht habe. Hier. Oh Gott, das ist ja schon lächerlich. Also nicht die Prozentzahl, sondern unten hier. Aber ich geh mal nach unten. Ich habe gerade mal 3 Sets komplett mit dem hier zusammen, den ich jetzt habe. Oh Gott, so viel gespielt und so wenig komplett. Also man muss schon sagen, okay, da waren auch viele dabei, die ich halt damals gespielt habe. Mit 1 oder 2 Runden. Aber ja,
Zwangsmüßig ernährt sich ja das Eichhörnchen, kennen wir ja. Und das mache ich ja jeden Tag. dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist, ob andere Bombenwürfe vielleicht besser waren als bei mir. Ich meine, 4 Runden habe ich es ja geschafft, aber zufrieden war ich irgendwie trotzdem nicht, weil, ja, man muss ja auch Glück haben, wie die Marken halt dann auch fallen. Aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao!